So, ich habe erstmal eine ganz, ganz kurze Pause gemacht, einfach nur, weil ich jetzt die Untertitel mal einschalten wollte. Aber es geht jetzt direkt weiter. Vom Turm runter und aua, voll auf die Fresse. So kommt man definitiv runter. Auf einer noch angenehmen Art und Weise wenigstens. Sieht noch ein bisschen zu easy aus. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Treibstofftanks. Ja, ja, ich hab sie schon gesehen. Oh, was ist das denn? Dach, mein Lieber. Hey, ja. Das sieht aber unbequem aus. Hallo, was gibt's denn hier? Ich hab da noch eine Kiste gesehen. Munition. Entschuldigung. Hallo? Achso, ja. Okay. Huch! Ja. Was, Ach, cool. So sollte es gehen. Ich hab jetzt Feuerstahl. Ich kann jetzt Fackeln entzünden, wann immer ich will. Na, endlich. Ja, ich gehe mich erstmal noch hier umgucken. Vielleicht finde ich ja noch einen Geocache oder sowas. Zufälligerweise. Schön. Besonders gut. Ist hier noch irgendwas, was ich aufschreiben kann? Nee. Pfei. Alter, dann mach aber, dass du da wegkommst. Alter, weg da, weg da, weg da. Schneller! Laufen! Mädel! Der wollte ja nicht gehen, der wollte nur kommen. Hallo? Hallo? Nein. Nein, stopp, stopp, stopp! Lange her, dass ich mal ein Let's Play davon gesehen habe. Hilfe! Oh. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ey, Mann, da hat man aber auch, du. Halleluja. Kann ich es kaputt machen? Ich kann gegentreten, aber. Das war's auch schon. Oh, ey. Huch! Trapez, schwingen Sie einen herunter. Ach so. Ja. Dafür muss ich da aber. Entschuldigung, ich krieg einfach die Kurve nicht. So, jetzt auch. Hui. Bin ich. Das sieht. Mann. Ich wollte doch ganz gemütlich, Alter, das gibt's doch nicht. Ich wollte doch. Ist ja egal. Ist egal. Ich wollte, aber es ist irgendwie scheiße. Und ich bin daneben. Aber es hat mir anscheinend nichts ausgemacht. Hallo? Oh. Ja, das war gewollt.
Irgendwie, die Maus will nicht so ganz, wie ich will, aber ich zwing sie dazu. Tun, als ob sie so wirklich auch. So lange, bis sie lädt, zielt und lädt. Hast du nicht gesehen? Boah, einfach für alles viel zu lange. Oh Mann, oh. Kann ich dem nicht die Munition aus der Haut ziehen? Ach, das krieg ich kaputt und das nicht. Pfeile, die ich nicht brauche. Cool. Aber dafür das. Ich muss kurz mal überlegen. Ja, Pilot ist tot. Das war irgendwie abzusehen. Warte mal. Moment. Ich will nur kurz gucken, wie das da oben dann weiter. Alter! Hier gibt's nur was Leckeres. Das könnte ich jetzt ja auch. Ist ja Stammjäger. Na Mensch. Haben oder nicht haben? Okay, das war's. So. Pilot ist tot. Oder Co-Pilot oder was auch immer er war. Ach, der hatte sogar gar nichts dabei. Außer ein Funkgerät, das ich nicht. Ja. Moment, was war das? Finden Sie einen Weg zurück zum Bergdorf? Achso. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie das Walkie-Talkie nehmen, aber nö. Oh, ein Lager. Komm, diese Szenerie war doch bestimmt wert, ins Tagebuch zu schreiben, oder? Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Jo. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Genau. Es muss eine Erklärung dafür geben. Jo. Ich kenne sie nur noch nicht. Das ist doch. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Dir darüber keinen Kopf. Wir spielen das Spiel ein zweites Mal durch und dann leben sie alle wieder. Warte mal. So, der wäre durch. Kann ich mir den schon leisten, den Schnellfeuermodus? Nö. Okay, jetzt. Was? Ah, Bücher rum. Okay. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm! Er kam aus dem Nichts! Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Check. Hab ja sonst nichts zu tun, weißt du? Ja, okay. Entschuldigung. Das macht's irgendwie nicht besser. So, okay. Mülleingang. Guten Tag. Komm, gib mal her. Das kann man immer brauchen. Sieht sehr vertrauenserweckend aus. Ja. Vor allem dieses Hochsicherheitsgeländer. Oh, toll. Hier drüben in ihrer Flanke. Alter. Jetzt aber nicht dein Ernst.
Jemand. Es muss einen Weg nach oben geben. Machen wir doch hier auch nochmal das Gleiche. Alter, das ist aber gemein. Jetzt ist eine Waffenmobilisation. Nimm hin. Ich dachte, du hast Pfeile aufgebraucht. ja, so dringend brauchst du anscheinend auch nicht. Okay. Aha, da drüben gibt's was Leckeres. Eine Kiste voller Erfahrungspunkte. Das muss man auch erstmal finden. So, da gibt es anscheinend noch was Interessantes. Okay. Das alles kaputt machen hier, die beste Archäologin ever. So, Seilpfeil da. Hallo? Gut, dann machen wir mal hier, wa? Hallo? Nein? Sagen, aber das muss ja auch irgendeinen Zweck gehabt haben. Oh ja, hier gibt es Pfeile. Toll, eine Kiste. Pfeile kann ich nicht brauchen, das ist toll. Aber die Kiste. Ernsthaft, ich dachte, ich hätte so viele jetzt gerade verbraten. Raufschießen können. Was? Ach, darauf. Echt? Was haben wir da? Ah ja, dann. Ah, gut. Dann machen wir doch erstmal das hier. Wa? Aber siehst du, so bin ich auch schon mal drüben. Aber das ist vielleicht keine gute Idee. Also komme ich nicht unbedingt wahrscheinlich nicht gut von der anderen Seite wieder ran. Deswegen machen wir das lieber so. Pfeile scheine ich dadurch wenigstens nicht zu verlieren. Okay. So viele Pfeile. Ja, was eine Hochsicherheitstür. Ich bin ja begeistert. Sonst gibt's hier nichts. Außer Pfeile. Okay. Lara, guck nach vorne.
Ja. Oh, 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 oh. Halt. Hoppla. Oh. Da leuchtet's blau. Oh. Ich dachte gerade, wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Nee. Oh, und weg ist er. Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, hä? Ist er eingeschnappt und ist sofort verschwunden. So, aber erstmal. Ich werde ihn ja retten. Ist ja ganz klar. Aber ich setze mich erstmal kurz ans Lager. Fähigkeitspunkte. Yeah. Gewichtheber. Ich werde mal ganz kurz. Was wäre denn noch für Überleben? Was wäre das denn? Plündere Tierkadaver sorgfältig. Erhalte zusätzlich Bergungsmittel. Pfeile kann ich wiederfinden. Ja, irgendwie finde ich sowieso mehr als genug Pfeile irgendwie wieder. Ja, gut, komm. Deswegen. Ich habe natürlich die Leichen immer geplündert. Ah, nee, ich habe die mit Pistole erschossen. Huch. Neuer Fertigkeitsrang freigeschaltet. Okay. Klettergewandtheit. Orientierung. Versteckte Belohnung zum. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich brauche aber 3, ne? Oder? 300, ja. Oh, ich bin fast so weit. Achso, warte mal. Ich könnte mich ja eigentlich jetzt erstmal wieder umziehen, ne? Nehmen wir das Guerilla-Outfit. Ich ziehe mich mal kurz vor Roth um. Als kleine Entschädigung. Dass ich ihm nicht zugestimmt habe. Und wie sehen wir jetzt aus? Okay. Oh. Was? Irgendwie habe ich das Gefühl, die wechselt nur die Oberteile und nicht die Hose. Aber mag auch nur ein Gefühl sein, weiß ich jetzt nicht. So, hallo Krähe. Hau uns mal ab. Da unten muss ich hin. Entschuldigung. Toll. Gleich schon einen Fall vergeigt. Super. Finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Ja, ich fange gleich damit an. Das ist aber eine Zeitverschwendung. Auch noch. Oh, für Boot gefunden. Das zweite Teil für den Boot gefunden. Und oh. Guten Tag. Was haben wir hier? Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Oh. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Was ist denn da drin? Ach, rechte muss das da. Bestimmt auf dem Deckel steht doch irgendwas. Nicht? Ich muss es drehen, um versteckte Informationen zu finden. Aber wo sind hier welche? Fingerabdrücke bestimmt, wa? Kleine Steinchen, aber...
Ich dachte, dieses Untersuchen kommt immer nur, wenn es auch wirklich was zu finden gibt. Oh, da sind Pilze drin. Erkenne ich jetzt erst. Das sind alles Pilze, wa? Ja, jetzt erkenne ich es langsam. Also zumindest hat es was gebracht, es zu drehen, auch wenn ich die geheime Information anscheinend nicht gefunden habe. Das Gemeine, wo ist denn hier die Gemeine? Wo ist denn die gemeine Information? Gibt's bestimmt nicht. Nö. Also ich dachte, die gibt's dann jedes Mal, wenn's da steht. Boah, da steht's. Hier gibt's aber keine geheime Information. Na, jetzt haben wir es eigentlich theoretisch schon. Dreimal um sich selbst gedreht. Tja, na gut. Schade. Dann halt nicht. Na gut. Ja, der eine Typ ist jetzt wieder abgehauen, aber den erwischen wir bestimmt noch, würde ich gerade sagen. Eine tolle Wand. Und dahinter ist. Ja, das Buch. Hier ist Buch. Komme ich da nicht durch? Da gibt es bestimmt auch wieder irgendein besonderes Instrument, was ich damit benutzen soll, kann, muss. Psst. Okay, der eine ist darüber gegangen. Dann folgen wir ihm nochmal. Leise, unauffällig. Nachdem wir die beiden hier gekillt haben. Ach, guckst du, warte mal. Sehe ich ihn da schon irgendwo? Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja. Wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay. Wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Wo ist der denn hin? Hier war doch irgendwo. Wo ist denn hier die Statue, die ich nicht angezündet habe? Konnte ich doch von hier sehen. Von da drüben sehen. Da unten vielleicht. Ach, da unten war ich ja schon mal, gell? Das kommt mir irgendwie so tierisch herrlich bekannt vor. Das heißt, wenn ich da runtergehe, könnte ich in Arschekniffe sein. Ach, da ist die Statue. Ich habe nur die Statue gerade gesucht. Wo komme ich denn da? Da müsste ich eigentlich, oder? Wenn das aber da runterfällt, ist das dann nicht doof? Ja, relativ gesehen. Gewehr! Gewehr ist gut. Achso.
Achso, kann ich die Lichter... Was zünde ich denn da an? Okay. Ich überlege nur gerade... Ich würde natürlich am liebsten gerne mal zu dem Wrack da hinten rüber, aber... Die Frage ist, komme ich denn dann überhaupt wieder zurück? Ach, Entscheidungen über Entscheidungen. Ich fürchte nämlich nicht, dass ich einfach so zurückkomme. Na doch, vielleicht doch. Was? Vier Demons, was? Okay. Was finden wir denn hier? Zeig doch mal. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Oh je. Marry you, yes. Oh. Süß. Schade. Noch ein Gewehr gefunden. Cool. Ein Teil eines Gewehrs. So, hier ist das Fliegzeug. Ich habe ja gesehen, vor dem Flugzeug liegt ja auf jeden Fall eine schöne graue Kiste. Und war es anscheinend schon. Okay. Ja. Da ist irgendwie der Rest. Baby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich's einfach rundheraus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich's vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach, okay? Ein handgeschriebener Brief von Race. Ich glaub's nicht. Ross ist Vater. Ob er das schon immer gewusst hat? Ist die Frage. Hat das oder hat das nicht?